Erstmal seit der Euro-Krise hat sich Griechenland wieder an den Kapitalmarkt begeben und eine neue Anleihe emittiert. Wie wurde diese aufgenommen? Das möchten wir besprechen mit Michael Görgens, dem Leiter des Fonds und Anleihenhandels an der Börse Stuttgart. Herzlich willkommen. Spannendes Thema, die neue Griechenland-Anleihe. Ja, wie waren die Reaktionen am Markt? Also wir haben insgesamt natürlich sehr positive Reaktionen gesehen. Zum einen hier in den ersten zwei Handelstagen am Börsenplatz Stuttgart mit jeweils knapp 3 Millionen Euro Umsatz direkt hier in der jeweiligen Griechenland-Anleihe. Und natürlich aber auch, wie wurde sie vom Markt angenommen? Hier spielt natürlich ganz groß auch das institutionelle Interesse der Anleger eine wesentliche Rolle. Und hier hat man schon sehr deutlich gesehen, dass mit knapp 20 Milliarden Euro Zeichnungsorders doch ein sehr, sehr großes Interesse, insbesondere bei den institutionellen Anlegern vorhanden waren. Allen voran Großbritannien mit knapp 47% waren insbesondere Anleger aus Großbritannien an der Anleihe interessiert und nur 31% aus der Eurozone selbst. Und schaut man sich hier die Struktur der einzelnen Investoren genauer an, dann sieht man sehr stark, dass insbesondere Hedgefonds, also die Fonds, die auch sehr stark involviert sind in die klassischen Schuldenschnittanleihen, mit sage und schreibe 33% beteiligt sind, knappe 49% sind wohl auf Vermögensverwalter zurückzuführen und Pensionskassen und Banken nehmen nur kleine Teile von jeweils 14% und 4% in der Zeichnung dieser Anleihe ein. Jetzt sind wir aber gespannt und wollen mal wissen, wie ist die Anleihe denn genau ausgestattet? Ja, die Anleihe ist natürlich vom Coupon her, also vom Renditeniveau, relativ niedrig reingekommen. Da spielt natürlich das hohe Zeichnungsvolumen eine extrem bedeutende Rolle. Man hat letztendlich das Outstanding, also den ausmachenden Betrag, auch nochmal deutlich erhöht. Das heißt, wir haben jetzt knapp ein Outstanding von 3 Milliarden Euro erreicht. Der Zinssatz wurde fixiert auf 4,75% und das bedeutet natürlich beim Emissionskurs von 99,13 eine Rendite von 4,95% bei einer Laufzeit von 5 Jahren, ist das sicherlich erstmal unter den Markterwartungen bzw. weit über den Markterwartungen gewesen. Aber denn das Zinsniveau der Altanleihen war doch teilweise deutlich über dem Niveau. Und schaut man sich die Peripherie an, die insbesondere in den letzten Wochen deutlich an Kursgewinnen zugenommen hat, sprechen wir beispielsweise von Italien. Da liegt der 5-Jahressatz ungefähr bei 1,75, Portugal mit 2,6% und Spanien bei 1,68%. Und das Ganze natürlich muss immer referenziert werden zu unserer Bundesanleihe der 5-Jährigen. Und da liegen wir bei sage und schreibe 0,57%. So sieht man 4,95%. Da ist gewissermaßen natürlich noch erheblicher Puffer. Man darf natürlich in dieser Situation auch nicht das schlechte Rating unter Acht lassen. Jetzt haben aber viele noch negative Erfahrungen sicherlich im Kopf. Es gab diesen Schuldenschnitt in den alten Griechenland-Anleihen. Viele Privatanleger haben Geld verloren. Jetzt die Frage, inwieweit trauen sich Privatanleger tatsächlich wieder an den Markt oder kaufen eigentlich hauptsächlich die institutionellen Anleger? Also wir haben jetzt insbesondere in den ersten zwei Tagen so eine kleine Rückwärtsbewegung gesehen. Wir haben Renditen in dieser Anleihe bis hoch auf 5,15% gesehen. Und da haben wir schon den einen oder anderen Privatanleger gehabt, der sein Portfolio diversifiziert hat. Diversifiziert heißt, er hat sich kleine Anteile dieser Anleihe gekauft, um einfach dieses höhere Renditeniveau mitzunehmen. Da er darauf spekuliert, dass grundsätzlich die Euro-Krise insgesamt Potenzial hat, ganz aufzuhören sozusagen. Und der Blick, sage ich mal, aus Deutschland heraus ist sicherlich auch ein ganz anderer, als wie institutionelle oder internationale Investoren ihn haben. Hier sieht man eher die positiven Seite, die sich im griechischen Markt getan hat. Man sieht den Aktienmarkt, der sich doch relativ gut entwickelt. Das minimale Wachstum, was zu sehen ist. Und diese Zeichen werden genommen und natürlich als ganz großes Brett sozusagen das Thema, dass es Griechenland jetzt auch geschafft hat, sich am Kapitalmarkt selbst zu refinanzieren. Ich glaube, das ist ein deutliches Zeichen. Wie haben denn die alten Anleihen darauf reagiert? War das eher eine positive Reaktion oder geriet man mit der neuen Anleihe so ein bisschen unter Druck?
Also bei den Altanleihen haben wir sozusagen ein Potpourri an Anleihen gehabt. Über 22 Anleihen sind ja damals aus dem Schuldenschnitt hervorgegangen als Neuanleihen. Und hier ist es so, dass die Anleihen insgesamt mit vielen verschiedenen Coupons ausgestattet sind. Und rechnet man sich genau das Renditeniveau dort aus, dann kommt man so knapp über 6% raus. Diese Anleihen sind insgesamt natürlich seit Jahresanfang von knapp 8,5% runter auf ein Niveau von 6% gelaufen. Also positive Performance gezeigt. Jetzt in den letzten zwei Tagen hat der eine oder andere die Gunst der Stunde genutzt und ist trotz des niedrigeren Renditelevels doch aus der Altanleihe rausgegangen, um in die neue zu investieren und regelmäßige Cashflows, letztendlich Couponzahlungen aus der Anleihe für die Zukunft auch zu partizipieren. Soweit Michael Görgens, der Leiter des Fonds- und Anleihenhandels an der Börse Stuttgart mit brandaktuellen Informationen zur neuen Griechenland-Anleihe. Herzlichen Dank fürs Gespräch.